So, während die Verlosung für den DLC läuft jetzt, dann spielen wir mal ein bisschen weiter. Okay, wir machen jetzt mal die Huldigung, liebe Leute, auch wenn mich das jetzt 100 Prestigepunkte kostet. Unterwerfung zeigen. Gefallen versprechen, Verpflichtung vergrößern, Geschenk bringen. Wir machen natürlich nichts, wir machen einfach nur Unterwerfung zeigen. Bedienstete begleiten mich in den großen Saal von König Ludwig in Würzburg, wo er auf seinem Thron sitzt und darauf wartet, meinen Schwur zu hören. Das war ja der, dessen Vater wir ermordet haben, richtig? Nee? Dessen Bruder? Irgendeine Verwandtschaft. Ja, dessen Bruder wir ermordet haben. Mein Fürst sitzt auf seinem Thron, ich knie zu seinen Füßen, um meine vieleide Huldigungen aufzusagen, bla 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 bla, Zeremonie abgeschlossen. Wow. 25 Bekanntheit, Meinung und Prestige. Wow. Das hat sich richtig gelohnt. Wir haben wenig Ritter. Wir müssen gleich mal gucken. Wir haben ja jetzt eine neue Möglichkeit, hier Kriegsvolk uns zu holen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir holen uns Onaga. Und die würde ich auch gleich mal upgraden auf 2. Damit wir besser belagern können. Also, wer nochmal mitmachen will beim DLC-Verlosung, bei der DLC-Verlosung, Ausrufezeichen, Raffle, dann könnt ihr mitmachen. Gut, Ritter, das wird sich schon noch füllen, denke ich mal. Wir werden wieder die entsprechende Kontrolle erhöhen. Kann ich denn jetzt hier drinnen das Fürstengebäude immer noch nicht machen? Es fehlt immer noch die entsprechende Kultur. Kulturoberhaupt ist ein Österreicher, der Herzog Megingotz, der noch ein bisschen mehr Macht hat hier. Frage ist, Moment, 6 Grafschaften hat er, wir haben 9. Ich löse mal kurz die Pause. Petition an den Lehnsherrn sparen wir uns. Jetzt sind wir das neue Kulturoberhaupt, Leute. Hat nur ein bisschen gedauert jetzt. Hat nur ein bisschen gedauert. Das heißt, wir können jetzt mal entscheiden, wohin wir weitergehen. Antrittsplätze für ein bisschen mehr Kriegsvolk. Die Motten. Ich hätte ja jetzt eher gesagt... Ach, das Hauptbuch ist schon durch. Stadtplanung. Öffentliche Bauarbeiten. Boah, nee, Kriegsvolk ist eigentlich ganz okay. Das ist eigentlich ganz okay. Wir können ja mal gucken, ob wir noch ein bisschen was ausbauen können. Dass wir hier nochmal Wälle, Türme oder vielleicht grünendes Land machen. Hier gibt es halt ein bisschen weniger Aufgebote und 0,2. Hier gibt es ein bisschen mehr Garnison, aber Garnison ist mir... Ich hätte lieber die Aufgebote. Wir machen mal grünendes Land, oder? 0,2, 0,4, 0,5, 0,7. Hier oben 0,2, 4, 5, 7. Also goldmäßig ist genau gleich. Aber wir holen uns lieber hier die Aufgebote. Grünendes Land, bitteschön. Unsere Ehefrau ist mittlerweile... Ach, 46, yes, es kommt kein Sohn mehr nach. Jetzt darf der Sohn nur nicht sterben. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Perfekt. Das heißt, hier teilt sich gar nichts auf. Und wir könnten noch ein bisschen Kohle investieren in die anderen Regionen. Aber das ist zu teuer momentan. Wir brauchen ein bisschen Puffer noch. Oh, jetzt habe ich mal kurz geschluckt. Hier, König Ludwig III. Wird vom König Louis angegriffen. Ich dachte schon, jetzt wird uns der Krieg erklärt, Leute. Okay, also, Ostfrankenreich verteidigt sich gegen König Louis den Jüngeren aus Lothringen hier drüben. Es geht um nichts weniger als den Anspruch auf das Königreich von Ostfrankenreich. Also Lothringen will sich das Ostfrankenreich holen. Dann wäre es wieder ein großes Reich hier drin. Und wie sind hier die Zahlen momentan? Also, es sieht nicht so gut für unseren derzeitigen Lehnsherrn aus. Was ein bisschen schade ist. Ob Hildegard
die Hildegard, die ist verheiratet mit Rab, aber die ist doch schon lange verheiratet mit dem. Wir haben noch die Traudel, die ist auch schon länger verheiratet. Und die Ramhilde, da haben wir das wieder gelöst. Also wir haben aktuell noch 3 Kinder. Also wenn jetzt er hier verliert, dann verliert er ja seinen Titel, das Königreich vom Ostfrankenreich. Und den müsste er behalten. Das heißt aber auch für uns theoretisch, es würde uns leichter gemacht, weil er dann nur noch das bayerische Königreich da ist, es würde uns leichter gemacht, weil er nur noch den einen Titel hat. Also wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn er jetzt verlieren würde. Also insgeheim, ja, machen wir natürlich hier, wir routen für die gegnerische Mannschaft. Aber das darf natürlich keiner wissen. Ich guck mal eben, wie weit die Dix ist. 2,5 Minuten noch, wenn ihr mitmachen wollt in der Verlosung, Ausrufezeichen Raffle, dann gibt es den Crusader Kings 3 DLC Royal Court als Steam Key. Hey Rasch, dem Sohn darf nichts passieren, das ist korrekt. Das ist korrekt. Dem Sohn darf nichts passieren, Leute. Aber das ist halt mal ein Risiko, das wir eingehen müssen. Wann wird er denn erwachsen? 18. Juli. In einem Monat. Merkt euch das Datum. Wir werden eingeladen und uns wird mal wieder als Ratsspitzel hier der Posten angeboten. Wir nehmen den an und freuen uns für eine kurze Zeit Ratsspitzel zu sein. So, wir haben vielleicht jetzt schon republikanische Vasallen. Wir gucken mal. Berimor und Zombie, Dankeschön fürs Folgen. Willkommen. Jetzt könnt ihr auch mitmachen im Raffle, wenn ihr Bock habt, in der Verlosung. Wir haben 2 Republik-Vasallen, das heißt, bringt ein bisschen was. So, Dietzel macht auch mit. Der Rasch macht auch mit, das freut mich. Der Sepp wird erwachsen, liebe Freunde. Welche Werte er hat, schauen wir uns gleich dann an. So, der Sepp wird erwachsen. Mal gucken. Daumen drücken, dass er gute Werte hat jetzt. Den Helm muss er auf alle Fälle gleich mal absetzen, damit er hier nicht aus Versehen in die Schlacht zieht. Ah, okay. Ah. 3er Diplomat ist okay. Komm, ist okay. Doch. Man sollte nicht zu hohe Ansprüche haben. 4 ist halt echt der Hammer. Aber ein 3er ist schon überdurchschnittlich gut. Also von daher. Wunderbar, Kür, dann werde ich dir anschließend zurückschreiben. Ich soll nie wieder sagen, dass ich Glück habe. Das geht nicht gut aus. Ja, siehe den Clip. Das ist korrekt. Also, demütig, unersättlich, stur. Eine ganz komische... Also die 2 vor allem. Ne? Demütig und unersättlich. Also diese Kombination ist ja echt schon sehr selten. Und ja... Da kriegen wir schon was hin, Leute. Das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Der Sohn muss auf alle Fälle hier raus. Er wird nicht teilnehmen am Kriegsgeschehen. Und wir müssen uns mal ein bisschen jetzt hier umsehen und müssen mal gucken, dass die Jure-Herzogtum gehört aktuell schon komplett zu uns. Ist das korrekt? Ja. Dass die Jure-Herzogtum gehört schon komplett zu uns, plus dann nochmal Kempten und hier drüben Baden. Das heißt, wir können die Jure-mäßig jetzt gar nicht so viel machen. Wir können hier gar nicht so viel machen. Oh, wir könnten hier Vulgär-Deutsch sprechen lernen. 53%. Können wir jetzt doch unserem Sohn sagen, er soll eine Sprache lernen? Nein, jetzt offenbar nicht mehr. Jetzt hat er keinen Bock mehr, jetzt ist er in der Pubertät. Jetzt hat er die Schnauze voll von Sprache lernen. In Kempten baden. Gut. So, wir haben Populisten hier drinnen. Anspruchsteller, Fraktion. Und selber mit unserem Rauschebart können wir uns nicht reinsetzen.
Na gut. Aber wir warten jetzt mal ab, wie ich jetzt hier so. Ich lasse mal ein bisschen die Zeit laufen. Weil, ne, man muss ja auch ein bisschen jetzt zur Ruhe kommen. Und wir warten mal ab, wie sich jetzt der Krieg hier entwickelt. Hoffentlich dann zu uns Ungunsten unseres Lehnsherrn. Das wäre natürlich schon gut. Er wird halt dann unabhängig, ne? Das heißt, das Königreich Bayern, das ihm noch bleibt, wird dann, er wird dann komplett unabhängig. Und der andere Titel geht dann in Lothringen über. Mittlerweile ist Schottland hier angekommen. Okay. Das Westfrankreich existiert gar nicht mehr, wie man hier sehen kann. Die letzten Reste haben sich hier aufgelöst. Island hier oben wird von Austland begrüßt. Was wird hier für eine Sprache gesprochen hier? Nordisch. Na gut. Ja, was meint ihr denn? Sollen wir noch eine Sprache lernen? Lohnt sich das denn überhaupt noch? Mit 46 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 46 Jahren, da hat man Spaß daran. War nicht hier oben noch Sachsen? Hier. 88%, Leute. Wir machen das mal, werden aber keinerlei Anspannung ausgeben. Dann, was wir bräuchten, ist die Anspannungsstufe nochmal etwas reduzieren. What's happening? Ah, die Gicht. Die Gicht war's, Leute. Die Gicht und der angehende Stress, den das Lernen der Sprache ihn ihm ausgesetzt war. Herzog Sepp I. von Bayern ruht nun nach 47 Jahren endlich in den Armen des Herrn. Er starb gichtgeplagt. Er war dafür bekannt, seine Nächte im Labor zu verbringen und wurde von vielen als Hexenmeister angesehen, der in seinem geheimen Gemächern unheilige Zaubersprüche wirkte. Wer hat denn diese Chronik verfasst? Herzog Sepp, sein Sohn, besteigt den Thron. Er ist ein Mann von großem Appetit. Und die Leute hoffen, dass er zuerst an das Reich und erst dann an seinen eigenen Hunger denkt. Sehr fantastisch. Perfekte Übernahme jetzt mit 16 Jahren, ja. Genau so ist es. Mich wundert jetzt nur, also liegt das am Bart hier? Ich denke ja schon, oder? Weil wir waren nicht im Hexenzirkel, wir hatten einfach nur den Hexenbart. Und offenbar hat das gereicht, um die Leute dazu zu veranlassen, Gerüchte zu säen. Na gut, also, das heißt, Gicht geplagt, schön früh gestorben mit 47, naja. Das heißt, wir müssen uns erstmal jetzt ein bisschen um uns selbst kümmern. Wichtigster Punkt erstmal ist natürlich hier den entsprechenden Bart zu machen. Gibt es hier jetzt keinen Hexenbart mehr, Hexenmeisterbart? Ach, ich bin ja beim Haar. Okay, mit 16 gibt es noch kein Bart. Wir warten mal ab, bis wir 17 sind. Dann müsste der Bart bald sprießen. Und ich würde sagen, so als Tradition, Dynastietradition, einen rauschemäßigen Vollbart, der ist Pflicht für die Herrscher. Der ist Pflicht. So, Lebenswandel für die Diplomatie. Er hat aktuell noch keine Punkte investiert. Für Geschenk schicken ist vielleicht gar nicht schlecht, damit wir erstmal in die Diplomatie gehen. Wir werden uns auch zusätzlich Prestige holen. Eroberung von Herzogtümern hört sich gut an. Und dann wahrscheinlich wechseln. Ja, ich glaube dann, wobei so Vasallenzwang, Kriegsgrund wäre auch noch ganz gut. Und dann wahrscheinlich wieder wechseln auf die Verwaltung. Es ist so schade, dass ich immer die gleichen Lebenswandelbäume verwende. Obwohl die anderen ja auch nicht schlecht sind. Na gut, also wir nehmen mal den Schwerpunkt auf die Majestät. Auf der anderen Seite, das Gute ist schon mal, dass wir jetzt hier, dass der Lehnsherr ja nicht mehr so ganz so viel schlechte Meinung von uns hat.
nur noch die Meinung von Vorgängern mit minus 40, die aber abnimmt in, ich sag mal, so 5 Jahren ist die dann weg. Und unersättlich, das bleibt halt mal. Ein richtiger Herrscher hat schon mit 12 einen Bart. So, was wir brauchen, sind Bündnisse. Das ist das Wichtigste erstmal. Und wir werden das wieder so machen, dass wir uns wahrscheinlich eine eher ältere Dame holen. Da ist aber ganz schön viel Anspruch. Ein Bündnis mit Tart Venus de Bayoy. Hört sich fast an wie de Bayern. Mit 2200. 33 Jahre, perfekte Sache. Wird uns wahrscheinlich ein, zwei Kinder schenken. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten. Vererbliche Eigenschaft mit Bündnis. Provence mit 700. Nee, die sind alle zu jung. Wessex für eine deiner Schwestern wäre doch super. Was? Wie kommst du jetzt auf Wessex für die Schwester? Wie bist du denn jetzt auf Wessex gekommen? 6000, wow. Ah, die haben halt einen sehr weiten Weg hier. Aber das finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Also das ist schon mal ganz gut hier. Wir werden uns auf alle Fälle dann hier Tarte Venus de Bayoy holen. Später. Auch noch ein bisschen jung. Wir könnten mal gucken, ob wir matrilinear was hinbekommen. Aber da ist das nächste nur Brabant Wolf. Ja, komm, passt. Dann sollen die beiden heiraten. Wir selber schnappen uns die Regelinde. Oh, da können wir vielleicht von der die Sprache lernen, Leute. Die hat ja doch eine vererbliche Eigenschaft. Ach so, nee, wir. Wir haben die natürlich. Also die Regelinde, Bündnis mit dir hier, 2200, das ist, wo ist der? Wo finde ich denn dich? Ach, das ist ja ein Söldnertrupp. Oh, der Söldnertrupp wird aber jetzt hier wahrscheinlich dann, habt ihr Erfahrung mit Söldnertrupp? Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht und die waren dann irgendwie entweder weg oder sind nicht als Bündnispartner gekommen. Auf der anderen Seite, die Ansprüche wären schon ganz nett hier. Hat jemand von euch schon Erfahrung mit den Söldnerbanden hier? Ich habe da irgendwas im Hintergrund. Sagen immer zu, aber kommen einfach nicht, sagt Brigitta. Ist das so? Also alleine wegen den Ansprüchen hätte ich die ja schon ganz gern. Ob wir die dann durchsetzen können mit unserem Nachfolger, sei mal dahingestellt. Aber wenn wir es mit ihm jetzt schaffen, einigermaßen ein bisschen Land aufzubauen, dann könnten wir auch ein bisschen nach Westen expandieren. Gyro sagt auch, dass das nichts bringt. Ja, nur wegen den Ansprüchen alleine ist das halt Quatsch. Das lohnt sich nicht. Die Geilana. Oh Mann. Was für ein infantiler Humor. Ja, dann lassen wir das. Dann lassen wir das, Leute. Herzogtum von Dalmatien. Ja, das wäre natürlich auch Herzogtum von Österreich, aber Bündnis mit Österreich ist halt momentan nicht das, was ich haben will, weil wahrscheinlich werden wir nach Osten auch expandieren, je nachdem, wohin wir am schnellsten jetzt kommen. Und wir bräuchten eigentlich eine etwas ältere Dame.